Hallo, ich bin Anna von Zwillala Patterns. Ich bin der Kopf hinter dem ganzen Label und heute zeige ich euch alle Tipps und Tricks, wie ihr eure Nora ganz erfolgreich nähen könnt. Bevor ich jetzt mit meiner ganzen Erklärung starte, möchte ich mich einfach wirklich noch einmal bedanken für den Kauf von dem Schnittmuster. Ich bin ein sehr kleines Label, ich bin eine One-Woman-Show, es gibt nur mich und jeder Einkauf bei mir hilft, meine Familie zu unterstützen und mir Motivation zu geben, neue Schnitte zu kreieren. Bei Nora handelt es sich um einen anfängerfreundlichen Schnitt, das heißt, dass ich die Anleitung und auch den Schnitt selber so gestaltet habe, dass auch Anfänger wirklich gut damit zurechtkommen und auch alle Sachen so detailliert erklärt und gezeigt werden, dass es dort keine Probleme geben sollte. Womit wir dann auch schon bei den Details über den Schnitt Nora angekommen wären. Ich finde, wenn man schon einen Basic-Schnitt macht und Nora ist definitiv ein Basic, dann darf es gerne ein bisschen mehr bieten als nur eine Ausschnittform und Ärmel und fertig. Mit Nora könnt ihr so einiges anstellen. Im Schnitt enthalten sind zwei verschiedene Ausschnittvarianten. Gleichzeitig habe ich den Ärmel so designt, dass er sich perfekt eignet, um im Sommer hochgerollt zu werden. Das heißt, auch am Ärmel könnt ihr den Look verändern. Die Weite von dem T-Shirt ist so gemacht, dass es auch sich auch prima knoten lässt. Generell ist es auch vom Schnitt her ein bisschen Vintage angelegt und eignet sich auch perfekt als Crop Top. Der Schnitt Nora ist für eine Körpergröße von 1,72 m designt. Ich habe aber auch unter den Testern, das fand ich sehr interessant, einige gehabt, die wirklich zu den kleineren Damen auf dieser Welt gehören. Und die haben nicht viel am Schnitt verändert. Es waren 2-3 cm, die sie unten weggenommen haben und an den Ärmeln. Aber ansonsten hat der Schnitt bei ihnen auch so perfekt gesessen. Jetzt noch ein kleiner Hinweis zu der Stoffwahl für Nora. Nora ist designt worden für den klassischen Baumwoll. Jersey, sage ich jetzt einfach mal, lässt sich aber auch super mit Viskose oder einem Bamboo-Jersey, aber auch Punto umsetzen. Jedoch hat es einen Einfluss darauf, wie die hochgerollte Version vom Ärmel aussehen kann. Für alle anderen Varianten, ob jetzt reingesteckt oder locker getragen, Ärmel lang, kurz, macht es keinen Unterschied. Das Einzige ist, wenn ihr einen super fließenden Stoff verwendet, jetzt, das gibt einige sehr, sehr dünne viskose Jerseys zum Beispiel, die das betrifft, dann habt ihr das Problem, dass der Stoff eine Schwierigkeit hat, wenn ihr ihn hochrollt, dass er dort auch bleibt. Da habe ich einfach den kleinen Tipp nochmal für euch, dass ihr einen 2 cm Streifen einbügelt dort von einem dünnen Bügelflies und das hilft, die Form ein bisschen zu halten. Das heißt aber auch, dass ihr dort ein bisschen die Dehnbarkeit verliert, wenn ihr nicht ein dehnbares Bügelflies verwendet. Oder aber auch, dass der Ärmel dann hochgerollt bleiben sollte, denn ansonsten sieht es ein bisschen komisch aus. Ja, und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu wünschen, dass ihr ganz viel Freude mit dem Schnittmuster habt. Ich persönlich habe einige Noras in meinem Schrank hängen. Das ist für mich ein unverzichtbarer Teil von meiner Grundgarderobe geworden. Und ich hoffe, dass ihr genauso eine Begeisterung für dieses Schnittmuster entwickelt, wie ich es habe. Generell möchte ich einfach auch nochmal sagen, zu Beginn, ich weiß, manche werden vielleicht an Punkte kommen, wo sie Fragen haben und nicht wissen, wie sie weiter sollen. Aber zusätzlich zu diesem Tutorial gibt es auch immer die Möglichkeit, mir noch per E-Mail Fragen zu schicken, wenn ihr irgendwo ansteht, wenn ihr irgendwo, soll das so aussehen, bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche schnellstmöglich immer alle E-Mails zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich jetzt euch einfach ganz viel Spaß beim Nähen. Bevor wir mit dem Nähen starten, kontrolliert ihr noch einmal, ob ihr alle eure Schnittteile auch vorbereitet habt, fertig. Das heißt, ihr braucht einmal das Rückenteil, ihr braucht das Vorderteil fertig im Stoffbruch zugeschnitten, dann braucht ihr den Ärmel im Doppel geschnitten, hoffentlich alle Knipse übertragen, bitte das auch nochmal kontrollieren. Dann braucht ihr das Halsbündchen, entweder aus dem gleichen Stoff wie euer T-Shirt zugeschnitten oder aber aus einem Bündchenstoff. Auch hier bitte kontrollieren, ob die Knipse vorhanden sind. Und optional, wenn ihr möchtet, noch der Versäuberungsstreifen zugeschnitten wie auf Seite 5 angegeben, damit ihr das Halsbündchen an der Rückseite noch schön versäubern könnt. Dann auch optional noch ein Label, wenn ihr das mit einnähen möchtet. Kann, kein Muss. Als erstes legst du dein Rückenteil und dein Vorderteil. Wenn du möchtest, kannst du hier auch schon die vordere Mitte und die hintere Mitte jeweils mit einem Knips markieren. Das brauchst du später für das Halsbündchen.
und legst es mit der rechten Seite innen an den Schulterkanten aneinander, steckst kurz und nähst dann mit der Overlock, dem Zickzack oder welcher Versäuberungsart du auch immer arbeiten möchtest, die Schulternähte einmal auf beiden Seiten. Nach dem Nähen der Schulternähte, wenn ihr die geschlossen habt, bügelt ihr bitte einmal die Naht in Richtung Rückenteil. Es gibt einige, die der Meinung sind, dass man das Bügeln besonders bei Stretchstoffen gerne auch überspringen kann. Ich bin da anderer Meinung. Für mich ist das ein sehr, sehr wichtiger Teil, um exakt arbeiten zu können. Die Stoffe liegen einfach flacher, man sieht genauer, wo die Nähte aneinander gesetzt werden müssen. Und vor allem gerade bei Stretchstoffen finde ich es wichtig, weil sie doch immer beim Nähen auch leicht ausdehnen und das Bügeln das alles wieder gut in Form bringt. Nachdem du die Schulternähte schön gebügelt hast, legst du deine Teile auseinandergefaltet vor dich, sodass du die rechte Seite oben hast und suchst dir das Ärmelteil, was, wenn du den Stoff rechts aufeinander legst, mit den Knipsen in die Armöffnung des Oberteils passt. Achte darauf, dass die Knipse wirklich genau aufeinander liegen. Das ist insofern wichtig, weil das die Verteilung des Ärmels auch regelt und gleichzeitig auch dafür sorgt, dass du nicht durcheinander kommst und nicht aus Versehen hinten nach vorne annähst und so weiter. Steck erstmal an den Knipsen fest und anschließend füllst du mit Nadeln aus, steckst den anderen Ärmel genauso und wirst danach mit der Maschine und dem Stich deiner Wahl den Ärmel einnähen. Das fängt jetzt schon an, richtig wie ein T-Shirt auszusehen. Auch hier möchte ich euch nochmal bitten, dass ihr die Nahtzugabe nach dem Nähen in Richtung des Oberteils, also in Richtung der Schulter, bügelt. Auch hier wieder wichtig. Die Passform ist besser, ihr könnt auch gleich hier besser die Unterarmnaht nähen, weil die Nahtzugabe bereits flach liegt. Nachdem ihr eure Ärmelnähte in Richtung des Oberteils gebügelt habt oder zur Schulter, legt ihr einmal die Unterarmnähte genau aufeinander, dass ihr die in die gleiche Richtung, nämlich in Richtung Oberteil zeigen habt, und steckt dort einmal mit einer Nadel rein. Jetzt könnt ihr einmal komplett die Seiten stecken und in Ruhe nähen und hier einfach kurz aufpassen, dass ihr nicht über die Nadel näht, sondern sie ein Stück zurückziehen, sodass ihr hier problemlos entlang nähen könnt, wenn ihr zum Beispiel mit der Overlock näht, dass das Messer nicht beschädigt wird und ihr trotzdem hier keine Naht habt, die verrutscht, und dann habt ihr genau aufeinander passende Achselnähte. Genau. Du hast jetzt die Schulternähte genäht, du hast die Ärmel eingesetzt und die Seitennähte geschlossen. Der nächste Schritt, der jetzt ansteht, ist schon das Säumen. Das heißt, dass du sowohl die Ärmelsäume als auch den unteren Saum jeweils 2 cm nach innen umklappst. Ich habe den Stoff immer noch so, dass die rechte Seite im Moment innen ist vom T-Shirt. Das macht es für mich ein bisschen einfacher, das genau zu machen. Dazu nehmt ihr selbstverständlich ein Handmaß und steckt das dann genau fest. Ich habe hier noch einen kleinen Trick. Wenn es euch stört, dass die Naht doppelt ist oder ein bisschen unangenehm liegt, dann empfehle ich euch, dass ihr einmal 2 cm abmesst und dann hier bis kurz vor die Naht einschneidet. Wichtig ist, dass ihr nicht die Naht, die den Stoff zusammensetzt, noch verletzt, sondern wirklich nur bis kurz davor einschneidet, und dann könnt ihr das Gegen gleich umklappen und habt so eine schöne flache Naht. Dann messt ihr überall einmal diese 2 cm ab und steckt den Stoff dementsprechend fest. Wenn du mit der Coverlock planst zu nähen, ist ratsam, oder auch mit der Zwillingsnadel, ist es ratsam, dass du nicht auf der linken Seite steckst, sondern tatsächlich die Nadeln auf der rechten Seite platzierst. Mach hier bitte immer die Kontrolle, dass du wirklich
auch die offene Kante mit feststeckst, am besten direkt an der offenen Kante, sodass du das auch ein bisschen als Markierung nehmen kannst, wo du dann nachher nähst, denn du siehst ja nicht die offene Kante, wenn du von der rechten Seite nähst. Wenn du mit dem Zickzack nähst, ist es egal, dann kannst du auch einfach von der linken Seite nachher den Stoff nähen. Das Ganze machst du jetzt so für die beiden Ärmelsäume und für den unteren Saum. Wenn ihr jetzt ans Nähen geht, da noch einen kleinen Hinweis. Diejenigen, die das Ganze mit Zickzack hinter sich bringen, oder auch mit der Zwillingsnadel. Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr einmal noch mal im Glossar nachguckt. Da gibt es ein paar Vorschläge für die Sticheinstellung für den Zickzack. Für die Zwillingsnadel möchte ich euch bitten, dass ihr einfach selber noch einmal ausprobiert. Bei dem Zickzack genauso. Je nachdem, welchen Faden man verwendet und was für eine Nadel und was für eine Maschine, ist es doch immer ein bisschen eine Variable, wie das rauskommt, das Ergebnis. Deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr einfach nochmal von dem Stoff, der vom Zuschnitt übrig geblieben ist, ein kleines Stück nehmt und dort auch nochmal so einen Saum bildet, um dann damit das zu üben. Genau, damit ihr einfach sicher sein könnt, dass ihr nachher, wenn ihr dann am T-Shirt direkt näht, wirklich schöne Nähte habt. Ich habe jetzt die Naht mit der Coverlock genäht. Wenn ihr die Zwillingsnadel benutzt, sieht es ein bisschen ähnlich aus. Ihr lasst einfach auf der Seite die Fäden etwas länger stehen und zieht sie dann auf die andere Seite durch und verknotet sie dann. Beim Zickzack ist es einfach ganz normal vernähen, aber wenn ihr mit der Coverlock oder mit der Zwillingsnadel genäht habt, ganz wichtig, dass ihr einmal die Fäden gut verknotet. Und jetzt könnt ihr die entweder in die Naht reinziehen oder wer dafür zu faul ist, das ist aber das Risiko, dass es dann schneller aufgeht, einfach mit ein bisschen Abstand abschneiden. Das gleiche machst du selbstverständlich für den anderen Ärmel und auch für den unteren Saum an deinem T-Shirt. Ich zeige das jetzt hier an einem Ärmel. Wenn ihr fertig seid damit, die Fäden zu verstauen, schneidet ihr ganz vorsichtig. Damit meine ich, dass ihr aufpasst, dass ihr nicht in den Faden schneidet, aber möglichst dicht an der Naht den überstehenden Stoff zurück. Ist ganz wichtig, dass ihr da aufpasst, dass es nicht zu viel übrig bleibt von dem überstehenden Stoff, weil der hat dann die Tendenz, sich einzurollen und einfach die Naht ein bisschen wulstig zu machen, sondern dass ihr wirklich so nah wie möglich, aber so weit entfernt wie nötig, um die Naht nicht zu verletzen, den Stoff komplett zurückschneidet. Das gleiche macht ihr selbstverständlich auch wieder beim anderen Ärmel und bei dem unteren Saum. Wenn ihr dann alle Nähte zurückgeschnitten habt, gebt ihr dem Ganzen einmal eine gute Runde unter dem Bügeleisen, sodass die Nähte, falls sie sich ein bisschen auseinander gedehnt haben oder aber auch generell, damit die Kanten wirklich schön aussehen. Genau, einmal gut bügeln. Im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt, wie ihr den runden Halsausschnitt näht und mit dem Bündchen verseht. Dafür braucht ihr einmal das Bündchen, das ihr fertig zugeschnitten habt, entweder aus dem T-Shirt-Stoff oder aus einem Ripp-Stoff. Dann optional die Versäuberung für den hinteren Nacken. Die findet ihr genau auf Seite 5, die Anleitung, und wenn ihr möchtet, auch noch ein Label. Als erstes nimmst du das Halsbündchen und faltest einmal der Länge nach in der Mitte und schließt die kurzen Seiten, indem du sie miteinander vernähst. Auch hier macht ihr wieder diesen kleinen Trick, nachdem ihr die kurzen Enden zusammengenäht habt, dass ihr bis kurz vor die Naht in der Mitte einschneidet, die auseinanderbügelt. Und dann bügelt ihr das ganze Bündchen einmal der Länge nach in die Hälfte. Dann faltest du das Halsbündchen der Länge nach wieder in der Mitte und markierst vorne mit einem Knips oder mit einer Nadel die vordere Mitte. Anschließend steckst du das Nackenbündchen so an deinen Ausschnitt, dass rechte Seite auf rechte Seite kommt. Das heißt, dass es am Ende die Naht so ist, dass sie innen drin ist, und versuchst, alle Markierungen genau abzupassen. Du hast hier noch die Schultermarkierung. Bei meinem Stoff, den ich hier genommen habe, ist das jetzt ein bisschen schwierig und mühsam, weil der sich immer so schön rollt. Aber auch hier genau die Schultermarkierungen passen und hinten die Naht an dem Halsbündchen kommt auf die hintere Mitte.
achte darauf, dass sich dein Halsbündchen beim Anstecken nicht verdreht und alles gut anliegt nachher. Anschließend verteilst du gleichmäßig die Spannung und steckst alles fest. Wenn ihr gerne mit der Versäuberung von dem Nackenband arbeiten möchtet, dann müsst ihr das jetzt schon mit einnehmen. Ich zeige euch jetzt kurz, wie ihr das mit ansteckt und anschließend wird schon genäht. Ich habe das hier jetzt schon mal vorbereitet und aufgesteckt, um euch das im Schnelldurchlauf einmal zu zeigen. Ihr steckt das einfach direkt auf die Rückseite von eurem Halsbündchen. Und zwar mit der rechten Seite zum Halsbündchen. Und ganz wichtig ist, dass ihr hier an der Schulternaht darauf achtet, dass sich die beiden nicht überlappen, sondern die Schulternaht ist hier nach hinten gebügelt. Und direkt dort, wo sie aufhört, auf der entgegengesetzten Seite, habt ihr dann die Versäuberung, die ihr ansteckt. Ihr faltet sie einfach einen halben Zentimeter oder 0,7 Zentimeter rüber. Steckt sie gleichmäßig fest mit der Spannung verteilt und das gleiche auf der anderen Seite auch hier direkt daneben, sodass wenn man nachher das einschlägt, dass es hier nicht zu dick wird. Und jetzt näht ihr einfach ganz normal mit der Overlock, dem Zickzack oder was auch immer ihr für einen Stich verwenden möchtet, das fest. Wenn du mit Versäuberung nähst, beginnst du deine Naht hinten in der Mitte, so dass sie schön unter der Versäuberung versteckt ist. Wenn du ohne diese Versäuberung nähst, wärst du jetzt gleich schon fertig mit dem T-Shirt und du würdest deine Naht an einer von den Schulternähten beginnen, sodass du nachher sauber den Faden reinziehen kannst und man hinten nicht irgendwo noch was hat, was dann optisch nicht schön ist. Ich zeige euch jetzt, wie ihr die V-Ausschnitt-Variante näht. Dafür braucht ihr wieder euer Halsbündchen, dann euer Nackenband optional, wenn ihr es möchtet, und natürlich euer vorbereitetes T-Shirt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch ein Label einnähen. Ich habe hier jetzt mit einem auswaschbaren Stift schon mal die Markierung aus dem Schnittmuster übertragen. Ich finde das ganz hilfreich, damit man genau weiß, wo man mit der Naht anfängt und wo man aufhört. Steck dein Halsbündchen mit den kurzen Enden aneinander, indem du genau die Form aufeinander steckst. Und wichtig ist, dass du wirklich die Naht an der Markierung oben beginnst, genau die Ecke triffst und auch unten wieder rechtzeitig stoppst, dass du nicht bis zum ganzen Ende durchnähst. Das heißt, die Nahtzugabe bleibt unvernäht. Du verwendest dazu einen Geradstich mit der ganz normalen Einstellung. Schneide jetzt bis zu dieser Ecke, die du genäht hast, ein. Achte darauf, dass du nicht den Faden verletzt und schneide die Nahtzugabe auf einen halben Zentimeter zurück. Dann faltest du die Nahtzugabe auseinander und faltest das Halsbündchen einmal komplett der Länge nach in der Mitte und bügelst das Ganze einmal schön. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch einmal in der Mitte falten, dass du vorne die Spitze hast und hinten die hintere Mitte hast und dort einen Knips hinzufügen, um dir das Anstecken von dem Halsbündchen ein bisschen einfacher zu machen. Dementsprechend markierst du auch an deinem Oberteil die hintere Mitte, um es einfacher zu machen, das Halsbündchen an den Halsausschnitt anzupassen. Jetzt schneidest du am vorderen Ausschnitt, und zwar durch eine genau senkrechte Linie, ungefähr einen halben Zentimeter ein, genau entsprechend der Nahtzugabe, die jetzt noch an deinem Halsbündchen offen ist. Stecke jetzt die Spitze deines Halsausschnitts mit der Spitze von deinem Halsbündchen zusammen. Das Halsbündchen liegt dabei kopfüber und achte darauf, dass du wirklich genau eine schöne gerade Linie formst dort. Steck das gut fest, dass sich nichts bewegen kann. Das heißt, die Nadel sollte möglichst weit an der Spitze rauskommen. Anschließend drehst du den Stoff
auf der Rückseite, wenn du das beobachtest, das ist auch gut in der Grafik gezeigt, in der Anleitung, öffnet sich der Knips, den du eben hinzugefügt hast. Das ist völlig in Ordnung. Und du steckst das fest. Das gleiche wiederholst du für die andere Seite. Sieht jetzt ein bisschen wild aus dort, aber wenn ihr das dann gleich mit der Maschine ein bisschen fixiert habt, ist das alles gar kein Problem mehr und vereinfacht euch enorm das Nähen von eurem Halsausschnitt nachher. Wo ihr nachher beim Nähen drauf achten müsst, wenn ihr an der Maschine seid, ist, dass wirklich hier sauber die Spitze aufeinander liegt und dass ihr auch alle Stofflagen gut erwischt. Da, wo der Knips am Oberteil endet, werdet ihr nachher ganz genau sein müssen. Es wird dort nur ein wenig Stoff sein, der mit in der Naht verschwindet. Wenn ihr jetzt vorne euren Ausschnitt so vorbereitet habt, näht ihr jeweils nach links und nach rechts, das könnt ihr in einer Naht machen, 2 cm, steppt ihr ab mit Geradstich. Hierbei ist es wichtig, deswegen finde ich es persönlich einfacher, wenn ich von der Seite nähe, das ist aber eine Sache der Vorliebe. Hier finde ich es einfach einfacher, dass man wirklich sieht, dass man keine Falten mit einnäht, denn hier vorne wollt ihr keine Falten haben, die sieht man sonst nachher. Gleichzeitig wollt ihr sicher gehen, dass ihr den Stoff hier mit erwischt. Anschließend steckst du sauber alle Knipse aufeinander, das heißt die hintere Mitte und die Schulterknipse an die Schulternähte und füllst zwischendrin alles, wobei du die Dehnung gleichmäßig verteilst mit Stecknadeln auf. Wenn ihr jetzt das Nackenband einnähen möchtet, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ihr das noch aufsteckt. Ich habe das jetzt einfach schon mal vorbereitet, weil das keine große Sache ist. Ihr steckt das einfach genau neben der Nahtzugabe von der Schulternaht, die nach hinten gebügelt ist, an, mit 0,7 cm eingefaltet. Rechte Seite in Richtung vom Halsbündchen, auf der anderen Seite das gleiche. Und verteilt das einfach gleichmäßig auf dem hinteren Halsbündchen und verteilt die Nadeln dort gut, sodass euch nichts verrutscht beim Nähen. Dann näht ihr jetzt einfach einmal ganz drumherum. Am einfachsten ist es, wenn ihr vorne an der Spitze anfangt und dann einmal komplett drumherum näht. Als letzten Schritt, um das Nackenband fertig anzunähen, ziehst du noch den Faden in die Naht. Jetzt bleibt es eigentlich nur noch, das Nackenband, falls ihr eins eingenäht habt, zu versäubern und richtig anzunähen. Das zeige ich euch im nächsten Schritt. Oder alternativ noch einmal abzusteppen, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall erst einmal gut bügeln jetzt. Im nächsten Schritt faltet ihr jetzt den Versäuberungsstreifen über die vorherige Naht. Ich zeige euch das gleich noch einmal in der Nahaufnahme und steckt das gut fest. Wenn ihr jetzt noch ein Label hinzufügen möchtet, dann gibt es auch hier einen kleinen Tipp, wie ihr das genau perfekt hier hinten reinkriegt. Ihr näht es auf Höhe von der rückwärtigen Mitte, wo die Naht ist, ein und müsst es dazu unter den Einfassstreifen stecken. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, die Label vernünftig vorzubereiten. Das heißt, ihr schaut, dass ihr das Überstehende, was ihr einnäht, genau anpasst an die Breite von dem Einfassstreifen von eurer Naht dort hinten, sodass es nachher sich nicht mehr verschieben kann und sauber darunter passt. Und dann steckt ihr das einfach mittig mit dort rein. Für das Annähen des Halsbündchens wechselst du jetzt an der Maschine auf einen Schmalkantfuß. Vergiss auch nicht, falls du das nicht schon gemacht hast, auf eine Jerseynadel zu wechseln, damit es keine Löcher in deinem Strick gibt.
Achte auch darauf, dass die Näheinstellung an deiner Maschine dazu passt. Wenn du mit einem Schmalkantfuß arbeitest, musst du natürlich die Nadelposition in die passende Richtung verändern. Auch ganz wichtig, du nähst mit einem dehnbaren Stoff, das heißt, du verringerst den Fußdruck so stark wie möglich. Du beginnst in einer Ecke. Ich persönlich beginne immer auf der rechten Seite, wenn ich auf die Rückseite von meinem T-Shirt schaue, auf die hintere Seite. Und vernähst dort erst einmal vorsichtig, nähst dann bis zur unteren Ecke, lässt die Nadel drinne versenkt und nähst dann über die ganze Seite entlang, auch über das Label bis hin zur anderen Ecke. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch neben dem hinteren Einfachstreifen, wo ja jetzt schon alles schön vernäht ist, beginnend ab dem Ende von der Naht für den Einfachstreifen, für den Versäuberungsstreifen, kannst du noch einmal schmalkantig hier dein T-Shirt absteppen. Verschiedene Sticharten gibt es dafür. Ich habe dir dafür eine Anleitung ein paar empfohlen. Ich persönlich mit meiner Maschine komme mit einem ganz normalen Radstich immer ganz gut hin. Dafür nimmst du auch wieder den Schmalkantfuß und nähst einfach einmal von einem Ende des Versäuberungsstreifens bis zum anderen Ende.